und herzlich willkommen bei Commander Jensor. In der Garage starten wir heute mal mit einem Zitat von Nietzsche. Also sprach Zarathustra, wird einigen von euch vielleicht bekannt vorkommen. Das ist ein bekanntes Zitat von dem Kollegen Nietzsche. Und es gibt einen User, der diesen klangvollen Namen trägt. Also sprach Zarathustra. Zarathustra heißt nebenbei, ich habe es mal gegoogelt, was mir interessiert hat, Besitzer wertvoller Kamele. Könnt ihr mal sehen. Und Zarathustra selber war, glaube ich, der Begründer einer pakistanisch oder indischen fremdländischen Religionsrichtung. Keine Ahnung, ich bin geschichtlich nicht so bewandert. Aber bleiben wir bei dem, was wir können bei WOT. Und zwar geht es heute vom User Zarathustra nicht etwa um den WZ-132, sondern es geht um einen chinesischen Met. Und zwar dem chinesischen Met, dem T-34-1. Viele von euch werden jetzt vielleicht sagen, wartet mal, heute ist doch gar nicht Mittwoch oder schon wieder Mittwoch, macht er nicht noch nur ein Video? Ja? Nein? Ich habe mir überlegt, irgendwie müssen wir da mal wieder ein bisschen Fahrt reinbringen. Und bei dem letzten Video hatte ich doch einigermaßen extrem viel Spaß. Deswegen dachte ich mir, werde ich das jetzt mal wieder ein bisschen forcieren. Und ich sag mal, wir steigern jetzt mal auf 2 Videos die Woche wieder. Dann kommen wir von 6 Videos, wie es mal war, die Woche von einem auf 2. Ist ja schon mal eine Steigerung, ist ja schon mal geil. Okay, zu viel Dünnsinn schon wieder, Gelaber. WZ zum T-34, hier. Den Weg. Ich bin den ja oben rumgegangen, weil ich ja in WZ 131, 132, eigentlich war das ja mein bekennendes Ziel hier, der WZ 132. Dann bin ich durchgegangen zum 121er. Dort hat mich kapital genervt. Ihr seht es hier, ich kann mit der Maus nicht hin, aber in der Mitte des Dokuments steht vertikaler Richtwinkel. Minus 4 Grad, das heißt, die Kiste kriegt das Rohr einfach mal gar nicht runter. Und vom 9er zum 10er wurde es auch noch schlechter. Also 121er war nicht so mein Ding. T34-1, 7er Tier, minus 5 Grad, ist, sage ich mal, schon mal gar nicht verkehrt. Und wenn der Top-Tier kommt, dann, naja, sagen wir es mal so, in dem Game, was jetzt kommt, zeigt er nicht unbedingt die Hardware-Qualitäten dieses Tanks, sondern eher Köpfchen und Überblick. Und wir sehen aber auch, dass die chinesischen Kanonen, wir gucken uns das mal an, die haben jetzt also die Genauigkeit nicht unbedingt gepachtet, ne? 0,4. Ich weiß nicht, 0,4. Tja, 0,4 ist. Ihr kennt mich ja. Ich mag ja ganz gerne Kanonen, die präzise sind. Aber wer mag das eigentlich nicht? Ja, das ist auch sehr schön. Deswegen habe ich das nochmal aufgelassen. I hate Chinese lights. Ja, keine Ahnung, was er mir sagen will. Ich klicke da jetzt aber auch nicht drauf, weil das wäre gegen das Datenschutzgesetz, wenn ihr das jetzt alle seht. Aber es gibt auch einen User, I hate Chinese lights. Kann ich gar nicht verstehen, weil ich stehe auf die chinesischen lights. Ich würde sagen, I hate Chinese meats. Das würde ich unterschreiben. Zarathustra in seinem T34-1. Wir schauen uns das jetzt einfach mal an, weil es ist eigentlich, ja, es ist wieder so ein Game, also nicht wie das T110E3-Game, was ihr euch dringend angucken müsst, weil es extremst lustig war. Das war ein lustiges Match, aber das ist jetzt eher so ein bisschen was gegen Strategie und einer gegen alle und so. Und das ist schon auch mit Happy End. Guckt es euch an, natürlich guckt ihr es euch an. Ach so. Ja, sagt mal, wäre euch das möglich? Ich habe mir mal meine Statistiken angeguckt von dem Channel und ich habe gesehen, dass die Wiedergabezeit extrem bergab geht. Mal eine ganz blöde Frage. Also wenn ich einen YouTuber abonniert habe, dann gucke ich mir die Videos eigentlich komplett an. Warum guckt ihr im Durchschnitt meine Videos nur zu 6 Minuten an? Alter, die Videos sind mal locker 20 Minuten lang. Und das ist das, wie ihr mich unterstützen könnt. Also, wenn ihr Papa unterstützen wollt, dann guckt die Videos mal ein bisschen länger. Ihr müsst auch nicht zugucken, geht aufs Klo derweil oder lasst es irgendwie laufen, wenn ihr fernseht. Aber das hilft mir zum Beispiel. Dann bekomme ich Wiedergabezeit und das drückt sich dann irgendwann, ich sag's ganz ehrlich, ich verdiene mit dem Scheiß noch nicht mal irgendwas, weil es eigentlich alles nur bergab geht. Auch erstaunlich, die Abonnenten gehen bergauf und die Wiedergabe und die Einnahmen, Werbeeinnahmen gehen bergab.
Aber auch das gehört zu meinem Marketing-Experiment YouTube, eine Erfahrung. Aber wenn es euch möglich ist, machen wir doch jetzt mal ein. Ja, ich mache 2 Videos die Woche und ihr guckt die Videos länger. Von 6 Minuten müssen wir da mindestens auf 10 Minuten kommen, oder? Deal. Deal? Deal. Bis gleich. Inge mit dem Zarathustra auf der schönen Map Westfield. Jo, Sie haben eine total. Naja, warum haben Sie so eine krasse Win-Chance? Weil der Zarathustra halt nicht der schlechteste Spieler ist. Noch ein paar. Naja. Wir sehen's. Ja, der Gegner hat relativ viele Anfänger im Team. Drücken wir es mal vorsichtig so aus. Und bei ihm gibt es halt schon welche, die ein bisschen länger dabei sind. Ja, nicht Flame, Commander, nicht Flame. So. Diese Map, was tut ihr? Was könnt ihr tun? Was sollt ihr tun? Die üblichen Stellen, guckt mal auf die Minimap, sind natürlich für die Heavies irgendwie hier an diesen Bergen dran, um dem Gegner sozusagen den Vortrieb zu vermiesen dort, den nicht durchdrücken zu lassen. Hier sehen wir genau das, was für die Gegenseite passiert. An diesem Berg hier ist sozusagen der Spotberg der Gegner. Und man kann jetzt zwei Sachen machen. Man kann wie der Zarathustra hier vordrücken, um dann hier hinzufahren. Aber das ist halt eben auch immer nur so gut, bis ein Feind hier auch durchdrückt. Dann bist du hier nämlich schon wieder so weit, dass du dich nicht mehr zurückziehen kannst. Denn, okay, hier passiert jetzt nichts weiter, hier können wir nochmal erzählen. Denn du kommst hier, wo du Deckung hast, kommst du nicht wieder zurück. Gucken wir mal hier, kommst du nicht wieder zurück, weil hier freie Strecke ist. Das heißt, wenn die hier campen und ein Teil hier durchdrückt, können sie dich hier irgendwie wegraffen. Ne? Also insofern diese Position hier schon eine Risk. Kante, durchaus. Der Zarathustra hat natürlich hier einen Tank, der wunderbar an der nächsten Ecke arbeiten kann. Denn die kennt ihr vielleicht schon aus ein paar anderen Videos. Die Ecke hier hat eine wunderbare Böschung, wo man hier durch den kleinen Berg nach links geschützt ist und hier rüber schießen kann, wenn man denn dann genug Gundepression hat. Und genug Gundepression hat das Ding nicht wirklich, aber ich sag mal, hierfür reicht's. Reicht's noch? Ich habe noch gar nicht richtig geguckt. Fiel mir noch ein, das wollte ich nochmal gucken. 175 Durchschlag, okay. Ist für den 7er Tier ausreichend. Da kann man nicht meckern. So, strategisch, was ist hier passiert? Wir gucken uns das Ganze da drüben mal an. Die Jungs sind hier einfach zu wenig gewesen, haben sich abschlachten lassen. Es ist ein T29 durch hinten, der schon am Cap zu den Artis fährt. Und hier oben am Berg machen sie den Rest Fritte. Die ist. Es sieht richtig beschissen aus. Und der Zarathustra, ich habe lange überlegt, was ist die richtige Entscheidung. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, weiter zurück kannst du nicht mehr, weil dich die dann flanken. Du musst eigentlich, ich glaube, der strategisch richtige Weg, es gibt zwei Wege, die man jetzt gehen kann, sage ich mal. Durchrushen, um zu cappen, aber ehrlich gesagt ist das Ganze spätestens jetzt, wo der eigene Cap angeht, ist das Ganze gelaufen. Da kannst du jetzt nicht mehr irgendwie einen Gegencap starten wollen. Ja. Das ist die Downside, der große Nachteil an den Guns, die nicht so präzise sind. Da kannst du halt so eine schönen Schüsse irgendwie, die eigentlich auf Distanz treffen müssten, damit es strategisch irgendwie noch sich zum Guten wendet, die kannst du dann halt einfach knicken. Tja, der eigene Cap ist verloren. Es gibt hier noch den Type 64, einen Firefly und Cromwell, also nichts Großes, nichts Stabiles, nichts, was mehr richtig Aua macht beim Gegner. T29 ist am Cappen. IS auch mit am Cap. Richtig beschissene Situation. Die Gegner Artis leben auch noch. Also es ist noch nicht mal einer irgendwie durchgedrückt und hat im Anflug von Wahnsinn die Artis weggemacht. Also 8 zu 12, ja. In gewisser Weise verdient, sage ich mal, weil das Team nicht vernünftig gearbeitet hat. Der Hill ist einfach hier oben. Das ist einfach zu früh gestorben, sodass keine Seite richtig arbeiten konnte. Insofern hat der Gegner verdient diese Situation, die er jetzt hat, rausgearbeitet. Aber ja, wir sind ja noch nicht am Ende und das ist immer noch mal was möglich. Netterweise geht auch der T29, der ja einer, boah, auch eine ganz glorreiche Geschichte von dem Kollegen, war das, glaube ich, war der,
Cromwell, oder? Der Cromwell, der da durch ist, ja, keine Ahnung. Schön den T29 gekettet und das ist jetzt auch wieder, das ist ja so richtig nach meinem Geschmack gewesen. Wunderbar, hervorragend. Der ist nämlich so weit rum, dass er gekettet ist und das vordere Kettenrad ihm zeigt. Und ich glaube, er könnte hier wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie auf ihn richtig vernünftig wirken, weil er seine Kanone nur so weit runterkriegt, dass er auf den scheiß Turm schießen kann. Da sehen wir es. Also hier ist jetzt relativ viel passiert in dieser Situation. IS, für eine IS stand da sehr günstig, aber die LOP sozusagen, die LEFH Arti des Gegners, schießt natürlich extrem eklig schnell und schießt auch relativ krass von oben einfallend und nicht im flachen Winkel. Das heißt, vor der, das ist nicht so richtig geil. Also, und der, hat 45.000 Spiele, ist jetzt auch kein schlechter Spieler, der, also ist ein, ja, also vor dem sollte man sich ein bisschen in Acht nehmen. Was jetzt hier sehr schön ist und was, glaube ich, auch mit zu deinem Sieg beigetragen hat, war, dass du hier nicht aufgegangen bist bei den Schüssen, weil, wenn du hier jetzt aufgegangen wärst, dann wäre das relativ, ja, schöner Snapshot, wäre das relativ essig gewesen, weil die OP ja hier schon eingeaimt hat, denn die wusste, dass du hier bist. Also, das war schon ordentlich, dass, dass du hier nicht offen warst. Su von unten, ja, Le OP weiß aber trotzdem nach 45.000 Spielen auch schon, wer wo eigentlich stehen müsste und wer wo welches Gebüsch benutzen. Och, das war eben richtig riskant, fand ich. Beim ersten Mal gucken zog es mir da... zog es mir da irgendwie... Ja, natürlich schön. Schön, dass die Su... Ich weiß nicht, warum schießt die Su da nochmal? Ist mir unklar. Ist mir unklar. Die hätte... Eigentlich hätte die Su da treffen müssen. Gut, hätte sie jetzt auch überlebt. Ist jetzt nicht kein Beinbruch, aber... Da hat die auch ganz schön gefailt, weil da den Einschuss hätte die eigentlich noch endlich reinwirken müssen. Ja. Wunderbar, wirklich schöne Sache. Jetzt steht es nämlich plötzlich nur noch 12 zu 14. Und hätte ich am Anfang nicht gedacht. Hätte ich, also das ist wieder die Portion Glück, muss man sagen, die in so einem Spiel dann natürlich mit einspielt, weil die Su nicht getroffen, davor nicht aufgegangen, die Arti nicht getroffen. Ja, also das, also die Arti hatte ich zweimal getroffen, aber die Arti dann nicht weiter als die anfänglichen Schüsse. Insofern, so kann dann so ein Game dann doch noch funktionieren. VK kribbelt da noch irgendwo unten rum und ja, ein Gun Depression Problem, würde ich sagen. ich hätte mal sagen, Arsch die Böschung hoch. Ja. Mal sehen, was du draus machst. Oder so. Jo, also Hummel, was hast du dir dabei gedacht? Schönes Gerät. Sehr schönes Gerät. Die Hummel einfach mal weggenatzt. Sehr gut. Das sehen wir gerne. Auch die richtige Munitionswahl. Hervorragend. Boah. Die Le OP Ballalombard weiter auf ihn. Ah, okay. Ist wahrscheinlich... alter Falter, ey. Die ist ja schon ein ekliges Gerät. Ich hab die ja auch. Ich mag die ja. Also die, das ist, das ist eine coole Arti. Die macht auch Spaß. Aber, konnte der auch nichts machen. Also ich meine, dafür warst du zu voll. Er hat ja nur schon jedes Mal getroffen, ohne Frage. Aber mehr... Das war schon klar, dass er dich nicht wegsnackt. Jo, VK. VK ist über. Und VK war da oben schon mal offen. Insofern anhalten, spotten. Keine Ahnung, was du da drin hast. Aber Schere hast du auf jeden Fall nicht drin. Löblich. Insofern... Alles richtig gemacht. Also einfach mal in Richtung VK fahren und gucken. Ist ja auch nur ein Sechser. Du bist ein Siebener. Ja. Habe ich keinen Schmerz mit. VK wird da oben irgendwo noch rumkrebsen. Ich weiß es nicht. Ich habe mir beim ersten Mal ansehen nicht gemerkt, wo der VK stehen tut. Aber ja, schöne Sache auf jeden Fall.
bis jetzt wird sich nicht viel ändern. Schöne Sache, das Game. Mich hätte interessiert, was der 34.1 so alles bouncen kann. Weil der Helm ist, glaube ich, auch ganz geil von dem. Das war jetzt kein Bounce-Spiel, aber trotzdem, es hat mir wirklich sehr gut gefallen, weil es halt strategisch irgendwie sehr schön gezeigt hat, wie man das halt mit den Gegnern dann machen kann. Wie man also vorsichtig und ja. Boah, also wenn ich schon diesen Zielkreis sehe, diesen riesen Zielkreis, der 100.000 Jahre zusammen aimt, dann wird mir schon ganz über. Sehr gut! Ordentlich Schaden, ordentlich Kills und ich sag mal, war nur möglich, weil du die Sache ab einem gewissen Punkt ein Stück weit strategisch angegangen bist. Also hat mir sehr gut gefallen. Das war wirklich, ich sag mal, mehr strategisch rausgeholt, als du Glück hattest, finde ich. Also das war schon geil gespielt, auf jeden Fall, ohne Frage. Ein schönes Game. Auswertung gucken wir uns an. Bis gleich. Geschlechtsauswertung. Gemastert hat er das Gerät. Blech hat er bekommen. 55.000 Credits. 4.600 zweifach. Und Kolobanov, Radley, Defender, Eikaliber logisch und Top Gun natürlich auch. Sehr schön. Schöne Kombination. Also Kolobanov, Radley und Defender. Ja, ist so von allem mit was dabei. Gut. Sehr gut. Krass. Also natürlich wirklich, ja, gut, da sind wir wieder dabei, machen, also E25 hätte noch mehr machen können, ja, viele deines Teams hätten mehr machen können, dann hättest du aber auch nicht so ein Spiel gehabt. Und insofern, alles gut, ja. Ja, das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, nur 390 gebounced, da hätte ich gerne gesehen, dass, weil ich glaube, dass der, ich habe von dem nicht so schrecklich viel Ahnung, aber ich glaube, der ist durchaus für den anderen, ein oder anderen Bouncer, ist der zu haben mit seinem Helm. Zumindest, wenn ich so mir angucke, was die Chinesen so für Hardware-Vorteile haben, dann ist es eher der stabile Helm als die Candy Breschen. Insofern, jo, sehr schönes Game, hat mir gut gefallen, mehr davon. Und deswegen verbleibe ich jetzt erstmal noch mit dem Aufruf. Erinnert euch, länger schauen die Videos, bitte. Ihr könnt auch aufs Klo gehen derweil oder bohrt euch in der Nase, ist mir scheißegal. Aber da muss mehr Aufrufzeit bei rumkommen, dann macht's auch allen Spaß. Und wir wollen doch alle Spaß haben, oder? Ciao.